Passend zur Eröffnung des umbrisch-provenzalischen Marktes in Tübingen gab es Sonnenschein wie am Mittelmeer. 4 Tage lang können die Besucherinnen und Besucher des Marktes dort den Sommer noch einmal sehen, riechen und schmecken. 28 Händler aus der französischen Partnerstadt Aix-en-Provence sowie 25 Händler aus dem italienischen Perugia präsentieren hier ihre Waren bis einschließlich Sonntag. Wir waren am Mittwoch bei der Eröffnung dabei und zeigen Ihnen jetzt einen kleinen Eindruck des vielfältigen Bauernmarktes. Am Mittwoch um 13 Uhr wurde dieses Jahr zum bereits 24. Mal der umbrisch-provenzalische Markt offiziell eröffnet. Diesmal von Baubürgermeister Kurt Sülke und Jörg Romanowski vom Handel- und Gewerbeverein Tübingen. Boris Palmer, der diesen Job, wie hier in den letzten Jahren bei deutlich schlechterem Wetter, sonst immer übernimmt, befindet sich nämlich im Moment auf einer Delegationsreise zum Thema Umweltschutz in San Francisco. Dort stellt er seine Kampagne Tübingen macht blau vor. Seine Vertretung Kurt Sülke freute sich über den Besucherandrang und auch über den Sonnenschein. Wir haben den 24. Markt jetzt eröffnet, umbrisch-provenzalischen Markt. Und das Wetter ist wirklich genau so wie vor 2 Wochen, als ich in Südfrankreich war. Und die Stimmung ist eigentlich auch ganz ähnlich, weil all die gleichen Händler, die ich dort auf den Märkten gesehen habe, wieder da sind. Und das ist eigentlich jedes Mal so ein bisschen die Freude. Also man kommt aus dem Sommer wieder, alle treffen sich wieder. Und das erste große Ereignis in Tübingen, das größte große Ereignis der Saison, ist dann der umbrisch-provenzalische Markt. Und der Süden reist quasi hinter uns her. Den Süden mit allen Sinnen genießen, kein Problem auf dem mediterranen Markt im Herzen Tübingens. Ob leckeren Trüffelkäse oder Salami in verschiedensten Geschmacksrichtungen, von süßen Toroni aus Perugia bis hin zu individuellem und handgemachten Kunsthandwerk, der Markt hat viel zu bieten. Und auch Tübinger Händler und Gastronomen sind vertreten, sowie der Eisstand beim Schokolade, der bei diesem Wetter natürlich gut besucht ist. Kein Wunder, dass auch die Besucherinnen und Besucher für den Winter vorsorgen wollen und nach ganz speziellen Dingen Ausschau halten. Schokolade, Honig, je nachdem. Schöne Artischockenblüten, ja. Pâté de canard, die Artischockenblüten, Gewürze und leckere Salami und alles, was es hier gibt. Ja. Also man hat schon seine speziellen Stände, die man dann wieder ansteuert. Tollen Käse gibt's, tolle Oliven. Ist ganz, ganz schön hier. Käse ist immer toll, Salami ist toll. Ja, Karamellbrotaufstrich haben wir auch für uns entdeckt, das ist super lecker. Auch Baubürgermeister Kurt Sülke ist auf der Suche nach einer bestimmten Spezialität, die er jedes Jahr kauft. Also es gibt einen Stand, da gehe ich sofort hin jetzt gleich, der ist ein paar Meter entfernt. Das ist das Thema Lakritze. Es gibt in Italien eine ganz wunderbare Lakritze und die machen die dann noch nicht ein bisschen anders als Haribo die macht. Aus Naturmaterialien, kostet auch ein bisschen mehr, aber der Geschmack ist so intensiv und da gibt es immer so 1, 2 kleine Tütchen. Für viele ist der Markt auch die Gelegenheit, an den Ständen ihre eingerosteten Sprachkenntnisse aufzufrischen. Prendiamo due etti. Sì? Due etti insieme. Sì, questi. Ja, ich habe mal in Perugia gelebt, ein Jahr und habe das sehr genossen, die Zeit. Da ist nicht mehr viel übrig von meinem Italienisch, aber zum Lakritze bestellen reicht's gerade noch. Die Händler aus Aix-en-Provence und Perugia sprechen teilweise aber auch Deutsch oder Englisch, sodass wahrscheinlich jeder die Gelegenheit hat, mehr Informationen über ein Produkt zu bekommen. Doch nicht nur die vielfältigen Produkte kommen an, auch die vielen Möglichkeiten, direkt ein mediterranes Essen zu genießen oder der allgemeine Flair machen diesen Markt zu einem jährlichen Highlight. Das Flair ist einfach toll. Es ist wunderschön hier, das muss man sagen. Gerade im Süden ist im Moment ja tolles Wetter und ich komme aus dem Norden und da ist das Wetter heute gar nicht so schön. Weniger wegen dem Einkaufen, sondern wegen der Atmosphäre. Es ist sehr schön und ein bisschen gucken. Wir kommen wirklich jedes Jahr auf den umbrisch-provenzalischen Markt, weil die Austern jedes Jahr super sind. Das ist unser fester Termin einmal im Jahr. Das mediterrane Gefühl in der Stadt sowie die besonderen Köstlichkeiten und einem begleitenden Rahmenprogramm machen den Markt aus und das spiegelt sich auch in den Besucherzahlen wieder. Der umbrisch-provenzalische Markt ist ein Magnet und lockt jedes Jahr viele Menschen in die Universitätsstadt. Wir rechnen dieses Jahr mit 150.000 Besuchern und freuen uns wirklich, dass die Stadt als Zentrum, als Handelszentrum, zumindest hier in Tübingen, noch funktioniert. Ich sage dann immer, Amazon hat diesen Black Friday erfunden, wir haben den umbrischen Markt erfunden und damit der bleibt, hoffe ich doch, dass viele nach Tübingen kommen. Entstanden ist der Markt vor 24 Jahren durch eine Händlerinitiative, die die Stadt attraktiver gestalten wollte. Dass diese Idee ein voller Erfolg wurde, kann schlecht geleugnet werden.
Eine attraktive und belebte Innenstadt ist das Ergebnis während der 4 Tage des Umbrisch-Provinzialischen Marktes. Kostenlose Shuttlebusse vom Tübinger Festplatz sowie ein kostenloser Busverkehr am Samstag ermöglichen zudem eine einfache und kostengünstige bis kostenlose Anreise. Noch bis zum Sonntag wird der Umbrisch-Provinzialische Markt in der Tübinger Altstadt zu finden sein. Am Samstag gibt es zusätzlich den Kindertag im Pfleghof. Der verkaufsoffene Sonntag wird dann noch durch den Erbelauf ergänzt. Geöffnet hat der Markt von 10 bis 22 Uhr, am Sonntag von 11 bis 19 Uhr.